Blub, blub, kleiner Testpart. Steigen wir hier einfach mal ein. Ich will gucken, ob das Audio wieder. Das Audio, der. Ja, das Audio natürlich. Der Sound, ob der wieder divergiert nach 30 Minuten. Finde ich echt ziemlich scheiße, dass YouTube, dass DxStory das macht. Weil ich DxStory echt mag. Ich nicht so einen anderen Bullshit nehmen will, wie die anderen Leute, die sowas hier aufnehmen. Es gibt so viel Scheiß und DxStory ist eigentlich echt cool. Naja, gucken wir mal. Oh yeah, geil, Sturm. Irgendeine Aufgabe, die nicht viel hermacht. Ich habe gerade keine solche Aufgabe mehr. Ja gut, dann müssen wir halt hier mit Vorlieb nehmen. Dann mache ich die Raider am Hyde Park mal kaputt. Ja, von dort. Es regt mich nämlich echt ein bisschen auf und ich hoffe, dass das mit den Sachen jetzt gefixt wird, die ich hier benutze. Synchronous Surface Lock und Wait for Available Buffer. Es wäre nämlich echt wichtig, dass das gefixt wird. Nervt mich so ein bisschen, ne? Ich meine, jetzt sind 17 Parts, die einfach Schrott sind. Wirklich Schrott und ich kann nicht viel gegen tun. Das zu synchronisieren wäre so viel Arbeit und ich habe einfach nicht die Zeit dafür. Muss ich noch dran denken, das für den Part morgen drunter zu schreiben. Aber es kam ja vorher auch schon vor. Das ist ja nicht erst seit ganz kurzer Zeit so. Oh Gott. Was auch ein bisschen traurig ist. Irgendwas ist da fies gerade in die Luft geflogen. Nicht so geil. Ich sollte wohl endlich mein Aufspürsystem kalibrieren. Ich will den Typen abmurksen. Bevor er dazu kommt, zu ballern. Mein Aufspürsystem ist wohl im Eimer. Gut. Das war eine Atombombe. Nee, er hat keinen Raketenwerfer gerade dabei. Gunners Plaza auch noch. Ich hätte einfach dran vorbeigehen sollen. Aber ich muss es ja nicht mal speichern, also insofern. Oh Gott. Die haben uns mit Atombomben beworfen. Seid ihr bescheuert? Die haben uns gerade echt mit Atombomben beworfen. Ich glaube, es hackt, ey. Oh, crap. Ja, ich glaube, das lade ich nochmal. Das war nicht so geil. Nehmen wir mal das. Ja, läuft. Ups. Naja, soll ja eh nur dafür sein, damit ich gucken kann, ob der Sound wieder so divergiert, wenn ich das hier mache. Eigentlich müsste ich zwei so Parts aufnehmen, um sicher zu gehen, weil manchmal war es nämlich nicht so, dann war es wieder so. Ich kann mir vorstellen, dass es extrem nervig für die Zuschauer sein wird, also für euch, für den Fall, dass ihr diesen Part jemals seht, was ich nicht glaube. Oh, ich habe auch gerade Kopfschmerzen, ne? Ich wollte nur mal diese Einstellung jetzt testen. Das ist voll doof, ey. Und ich mag das Spiel voll und dann spackt bei mir DxStory so rum. Kann da echt nicht angehen.
Hyde Park. So, wo kommen wir am besten dann dahin? Vielleicht dann von hier unten. Nee, ich muss eigentlich hier durch. Somerville Place, weil da sollte ich die nämlich doch für erledigen. Boah, die Typen sehen so krank aus. Die Rust Devil Bots. Aber so wirklich einfach nur verrostete, komische Metallhaufen, ne? Okay, Freunde. Wollen wir das mal schnell machen? Aber es ist auch nicht so schlimm, wenn ihr das nicht seht, für den Fall, dass ihr den Part auch seht. Aber es ist ja jetzt nicht so schlimm, ne? So viel passiert hier ja jetzt auch nicht. Beziehungsweise ich kill nur ein paar Raider. Mach sie platt, nachdem ich mich durch diesen Sumpf hier gefightet habe. Ja, da gehe ich nicht nochmal hin. Da war alles voll mit den Meyer Lurks, was immer noch passieren könnte. Oh, ich wollte vor allem nicht wieder in den... Oh mein Gott, ist das tief. In den red verseuchten Sumpf. Beziehungsweise in das Wasser. War das vorher auch schon so tief? Habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Na gut, ich meine, Nick macht zumindest die Strahlung nix. Ist das auch wieder der Gunners-Scheiß? Wahrscheinlich. Muss ich mich diesmal versuchen, daran vorbeizuschleichen. Oh Gott, wenn hier jetzt wieder so eine Meyerlurk-Königin da hochkommt oder sowas. Ja, Königin wahrscheinlich nicht, aber... Coole! Cool, und jetzt überall noch Strahlung. Ja, die lagen alle zwischen Strahlungsfässern, die Schweine. Ja, ich mein Komfort, ne, als Ghoul, da kann man sich sowas schon mal aussuchen. Man ist eh unglaublich verseucht. Also was macht's für einen Unterschied? Oh crap! Ich bin tot. Wieso steht denn da auf einmal so einer rum? Das kann doch nicht sein, Mann. Das kann doch echt nicht angehen. Ja, machen wir das Ganze nochmal. Also ja, das hier ist ein rein optionaler Part, beziehungsweise einer, den ich höchstwahrscheinlich wieder löschen werde, nachdem ich festgestellt habe, ob die X-Story wieder rumspackt oder nicht. Bin ich mal gespannt. Oh, oh Gott, Leute. Mensch, Mensch. Oh, dieses Wetter, ne? Und dann, dass ich kein Wasser ordentliches habe hier, ist echt scheiße, Mann. Selbst das abgekochte Wasser schmeckt ekelhaft. Voll schlimm. Ja, gut. Kennen wir ja schon hier, ne? Deswegen gehen wir gleich wieder da unten hin. God damn it! Oh, aus der Armwaffe eines Roboters improvisierte Tesla-Gewehr, okay. Cool. Brauche ich mal so Kettenblitze? Das ist schon geil. Da braucht weniger Moon, schätze ich. Okay, ich mache mal einen neuen Spielstand. Ich überschreibe mal den. Das wird jetzt mein optionaler Spielstand einfach. Wie einfach auf einmal mit einer Atombombe einer neben mir steht, ne? Und ich komme nicht weg. Da hilft sogar keine Powerrüstung. Und ich bin schon wieder falsch. Denn ich will nicht das hier machen, sondern das da. Ich will nach Hyde Park. Mal gucken, wie wir so ausschauen. Mit dem Tesla-Kram schon cool, aber ich habe das Gefühl, dass der Regen dafür nicht so geil wäre. Das scheint zumindest so, oder? Ich meine, da so geht es Elektrospulen und so. Hm, Regen nicht so geil. Okay, ganz schön viel Rats in diesem Sumpf. Verdammt, ey. Na gut, vorher konnte ich es ja nicht so sehen, wie viel Rats pro Sekunde da ankamen. Glaube ich. Manchmal würde ich auch gerne das halt einfach ausblenden. Von der Powerrüstung, weil sie so ein bisschen viel verdeckt. Ich weiß gar nicht, ob das möglich wäre. Da lag auch noch irgendwo so ein Ghoul rum. Oh well. Anscheinend ist es wieder so wie vorhin. Lag wahrscheinlich einfach im Wasser und deswegen konnte man noch nicht sehen. Ich weiß nicht, ob ich einen Molotow oder eine Splittergranate ausgerüstet habe, aber die geht auf jeden Fall da rein. Beziehungsweise, diesmal weiß ich ja, wo er sitzt.
Und... Boom! Goodbye, my friend. Und da sind nur noch Stückchen übrig. Oh, und anscheinend habe ich da einen Rust Devil den Arsch gerettet. Das ist ja nicht so geil. Da draußen ist was. Da! Ich dachte eigentlich, der würde mich angreifen wollen, nicht die Rust Devils. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Einfach niederballern. Oh, ich mache ja gar keinen Schaden, ey. Aber ich habe genug Moon, also fuck it. Ist cool. Kampfgear nehmen wir auch mal mit. Ich glaube nicht, dass ich das hier speichern werde, aber mal gucken, vielleicht ja schon. Der andere Rust Devil ist mir aber gerade egal. Sind es mir nicht wert, die Typen. Okay, Hyde Park. Ungefähr jetzt würde es schon divergieren, schätze ich, der Sound. Hm. Ja, der Sumpf sieht interessant aus hier an der Stelle. Oh. Das war ein Bär, oder? Oder eine Maulwurfsratte, aber ich schätze eher ein Bär. Ja, Bärchen. Hä? Ist das wirklich... Oh ja, der krüppelt auch noch. Ja, oh cool, ey. Ich habe einen zweifachen Schaden und das ist trotzdem... Ah! Einfach gar nichts, noch so einer, ne? Natürlich. Oh crap, und nun bin ich des Todes. Jetzt habe ich nämlich Daddy auch noch am Hals. Oh crap. Was mache ich da? Warum hat er einfach weitergesprungen? Was auch immer das gerade war. Ich weiß nicht, was da gerade so geballert hat, aber es hat ihn ganz schön mitgenommen. Ach so, das war eine... Oh, es waren drei Stück hier. Ja, moin. Wow, das ist aber kein zweifacher Schaden, ne? Ich weiß nicht, was ihn da so weggeballert hat, aber anscheinend war ich das. Hier ist es wohl sicher. Warum, kann ich nicht sagen. Ah ja, aber das macht trotzdem keinen Damage. Großartig. Dann... hier geht ja schon die Munition runter, ne? Mit dem Dampfhammer. Die Viecher sind ganz schön fucking stark. Muss ich leider ja mal anmerken. Tantenhundekeule nimmt mir Red, was soll's. Ist cool. Okay, mit der Waffe hier geht's schon mal um einiges besser. Ich muss unbedingt schauen, dass die andere besser wird. Ja, mal gucken, wenn der Part hier, auch wenn ich wieder viel rumgeschrien habe, wenn der Part hier synchron ist, dann stelle ich ihn vielleicht doch online, mal gucken. Und den nächsten, den ich noch aufnehmen werde, ich werde es auf jeden Fall zwei aufnehmen. Du magst Antiquitäten, nicht wahr? Ja. Vor allem, wenn sie Materialien enthalten, die ich brauche. Dann liebe ich Antiquitäten. Ah, Red Axe ist gut. Warum nicht? Nehmen wir halt mal eine Kochmütze mit. Ja, das wollte ich genau nicht machen. Ich wollte eigentlich jetzt auf den anderen speichern. Aber hey, ich war zu schnell im Drücken. Hey. Okay, aber für die einfachen Pizzle Raider brauche ich echt nur die Waffe hier. Oh, und selbst die wird langsam ein bisschen knapper. Gut. Damit ich endlich nicht mehr die hier benutzen muss. Einfach nur, damit ich moonlos werde. Nix im Kühlschrank. Ach, ist das hier ein Ort, hä? Grauenvoll. Hyde Park. Das sieht sehr nach Hyde Park aus. Okay, ich glaube leider, meine Power-Rüstung hat es ein bisschen mitgenommen. Der Bärangriff. Ach, die armen kleinen Teddys. Ich wollte ihnen gar nicht wehtun, aber die standen da so schön und ich hab mir gedacht, komm. Beziehungsweise einer von denen und plötzlich waren es drei. Crap. Das warst nur du, okay. Ah,
Erstmal gibt es da hier ein Geballer, aber hier sind Bunker und wir wissen doch, was ein Bunker ist. Also in dieser Art. Umspannwerkbunker oder was es da war. Da waren doch überall Roboter das letzte Mal. We look nice today. Really? Yeah, you look... What? Oh, crap. Ein Siegebreaker Sentry. Ja, klar. Wow, macht überhaupt gar keinen Schaden. Großartig. Der wird verdammt ekelhaft fies werden. Aber mit der Impulsgranate vielleicht ein bisschen weniger. Sieht gut, aber nicht lange. Die Typen sind immer noch extrem ekelhaft. Wie wäre es mit einer Atombiene? I mean, right? Ah, that hurts. Oh, das hat ihn kaum mitgenommen. Wow. Die Typen sind echt bescheiden stark. Ja. Warum nicht? Weil das auch geht. Und das klang gerade sehr... Oh shit, jetzt ist er neben mir. Sehr übel. Habe ich irgendwas Besseres gegen ihn? Ich brauche bessere Waffe. Nur die... Oh damn, was war das denn? Okay, jetzt overheatet er. Oh Gott, ich glaube, er explodiert, oder? Kopf. Okay, versuchen wir mal seine Fusionskerne zu treffen. Okay, das hat ihm wohl wehgetan, I hope. Geh weg, du Rattenass, mit deinen Raketen. Okay, die Waffe hier ist awesome gegen ihn. Dann. Oh nein, er wird explodieren, oder? Ja. Of course it does. Aber es hat mir zwei Fusionskerne gebracht. Das ist nice. Maybe behalten wir den Speicherstand doch. Weil das war cool. Das war ein cooler Kampf. Auch wenn er verdammt wehgetan hat und mich alles gekostet hat, was ich besaß. Aber warum ist das hier so zu? We look nice today. Ich meine, hallo? Plötzlich kommen Roboter um die Ecke gefahren. Ich meine... Geht's noch? Scheibenkleister. Aber gut, jetzt machen wir erstmal die Raider fertig. Das hier ist echt ein fieser Ort. Hier möchte ich echt nicht so oft hinkommen müssen. Meine Powerrüstung ist sogar noch ganz entstand. Ich weiß nicht warum. Ich habe einige Raketen abbekommen. Aber anscheinend ist Explosionsschaden nicht ganz so schlimm für die Rüstung. Und Minigun. Hyde Park? Nee, ist cool. War klar, dass du aufstehst. Hässliches, nacktes Miststück. Oh, da ist noch einer. Nee, der ist nicht lebendig. Suffolk County Charter School. Aha. Was ist denn eine Charter School? Sagt mir nichts. Oh, nice. Massachusetts School. Wirbelsäule, großartig. Da ist Yorick auf dem... Stuhl. Warum ist hier übrigens kein einziger Stuhl drin? Haben die in den Bussen gestanden? Seid ihr bescheuert? Who does that? Und da kommt ein Ghoul an. Ich höre es ja schon. Oh, apropos. Es scheint so, als würden jetzt mehr solche squishy Kreaturen hier antanzen. So wie das Vieh. Was einfach nur ein Witz ist. Ich gehe den jetzt nicht durchsuchen, weil das ist nicht wert. Wenn man drüber stolpert, okay. Aber sonst müssen wir das nicht... Wenn das nicht der Hyde Park ist, sondern die Schule, dann muss der ja dahinter sein, denke ich. Ich meine, ne, der Indikator ist, dass das da weitergeht. Hm. Oh Mann, hier schaut's aus. Ist cool. Noch einer. Aber die gehen ja mit einem Schuss von der billigen Waffe hier drauf. Kugel brauchen wir nicht. Das
ist wieder... Oh, Klebeband ist aber gut. Das ist wieder nur Billardspielkugel. Also, pfeif drauf. So, ich werde zwei Parts hier nur aufnehmen. Danach ist diese Session für mich vorbei. Und ich werde versuchen... Was bist du? Du warst ein Rabe. Oder wahrscheinlich kein Rabe, irgendwie eine Krähe. Okay, da hat's wieder einen erwischt. Sehr gut, Nick. Machst du super. Fusionskern entfernt. Aber hey, wir haben ja ein paar gerade gefunden. Scheiß Krähen überall. Verzieht euch. Reicht nicht, dass ich euch abgeballert habe schon? So, das hier könnte der Hyde Park sein. Ja, es sieht sehr danach aus, Freunde. Das war eine Schaufensterpuppe. Was mir klar war, aber ich wollte trotzdem draufballern. Okay. Ein minimales Red. Ist geil. Ja, hier ist der Hyde Park. Oh mein Gott, hier regnet sich dauernd und überall Sumpf und Wasser, Überflutung, Gedöns. Nick, du machst mich nervös. Der Hyde Park, da sind wir doch endlich. Das sollten wir schon so lange machen, Leute. Crap. Verdammt! Siehst du noch was? Wie gesagt, Leute, ich wollte das hier eigentlich nur mal austesten. Vielleicht kommt diese Folge auch nie. Gibt's hier noch eine Mine? Welchen Hund hast du abgeknallt? Ja, ich weiß, dass du da rumgondelst. Komm jetzt her. Ich glaub, wir sind, wenn man vom Teufel spricht. Jetzt gehörst du mir. Na komm. Wenn ich nicht denke, dass eine Kugel so viel weniger Schaden macht, wenn man darauf vorbereitet ist, dass einer einschlagen wird in einen. Aber well. Vielleicht wegen Muskelspannung und sowas kann das nicht so gut durch den Körper mitigieren, als wenn keine Spannung vorhanden ist. Und mit das meine ich der Schock der Kugel. Einfach drüber. Oh nein. Natürlich, und die lösen keine aus, oder was? Oh, da hat es ein paar von denen erwischt. Da kam zumindest einer mir entgegengeflogen. Ja, ich weiß. Könnt ihr mal aufhören, ihr Naps. Können gar nichts, ne? Guck mal, wir haben nicht mal Schaden gemacht mit ihren Minen. Obwohl ich mal was abbekommen habe. Oder mit ihren Geschützen. Wo ballerst du? Ja, die hat wehgetan. Die hat verdammt wehgetan. Nee, so will ich keins nehmen. Nimm mal eine Quantum. Blutpakete. Ja, ich sammle mal ein bisschen ein, während hier, ne, der Punk abgeht. Oh, da habt ihr meinen Feuerlöscher gekillt, der Sack. Wenn er das nächste Mal eine Granate zieht, oder irgendjemand, dann muss ich ihm auf die Granate feuern. Die sind alle so doof. Alle so nervig. Geht weg, ihr doofen Raider, ihr könnt eh nix. Oh, noch einer. Du klangst aber wie ein Ghoul, ne? Ist dir klar? Ich denke, du hast auch ein paar Ghule vertont in dem Spiel. Da platzt in der Kopf. Das ist eklig. Die haben aber ganz gute Rüstung an für Raider, muss man ja echt sagen. 308er nehme ich immer gern. Die Vasen brauchen wir. Den habe ich wohl von unten gekillt. Gatter? Ach, guck mal, du bist die geile Sau hier, oder was? Okay, müssen wir nur irgendwie da hochkommen. Aha, leichter gesagt als getan. Hier liegt noch einer in der Ecke. Was ist denn mit... Okay, da habt ihr wieder euch vergangen an irgendwas, ihr perversen Schweine. Es ist nur die Frage, wie kommen wir da hoch? Oh, guck mal, es ist kein Regen mehr, yay! Oh, noch mehr.
Tschüss, Abschaum. Wo ist der andere hin? Raider Ödländer. Warum gibt's Ödländer Raider? Ich meine, Raider sind alles Ödländer per se, aber nicht die guten Ödländer, also die, die in Ordnung sind, sondern die Arschödländer. Du musst sterben, mein Freund. Scuddy. Ja, du sollst doch nichts mehr sehen, mein Freund. Deswegen schieße ich dir in deine hässliche Fratze. Komm schon, gib jetzt auf. Dankeschön. Man könnte sich doch noch gütlich einigen. Ja, ich dachte das nicht. Okay, jetzt kann ich denen vom Erfolg berichten. Damit sind die dann auch unsers. Unser Asset. Ich muss hier hoch, ne? Ich will nämlich erst noch zu dem... Oh, der arme Hundi. Aber das war wohl Nick. Putzmittel. Sehr gut. Aha. Und eine der Fallen durch die Granaten hier. Ah, der Hundi hat es wahrscheinlich selbst gekillt. Durch eine Granate umgekommen. Ja, aber so einen können wir... Jagdgewehr können wir ja mal mitnehmen. Seine Reste. Haben wir den Hyde Park geklärt? Das ist doch klasse. Hier gibt es einen Bocknack. Kritschriffe waffenlosen Nahkampfangriffen, 5% mehr Schaden. Und einen schönen Safe, in dem anscheinend Kram ist, den ich brauche, denn sonst wäre er nicht markiert. Geschafft. Handschellen, Klebeband, Plasmamine. Und jetzt. Sehr gut. War da noch was? Nee. Okay. Psycho. Drogen können wir immer gebrauchen, einfach nur um sie zu verticken, weil sie Geld bringen. Nicht unbedingt, weil Deal in Fun ist oder so. Ich finde Deal nämlich ziemlich scheiße. Oh well. Wir freuen uns darauf, dich zu sehen. Gezeichnet deine Nachbarn. Okay. Ich möchte gar nicht daran denken, was die Leute hier mit ihrem Abwasser machen. Ja, ich auch nicht. Wahrscheinlich einfach nebenan kippen. Nur so einfach runterkippen. Dafür wohnen sie ja hier oben. Koffer, aber da wird auch nicht viel Sinnvolles drin sein, leider. Bisschen schade. Wenn ich heute nicht so ganz auf der Höhe wirke, denk dran, ich hab ein bisschen Kopfweh. Ist nicht so geil. Die Kampfrüstung würde ich gern mitnehmen, aber... Die machen sie auch nicht mehr wie früher. Bringt's auch nicht mehr so wirklich. Leider. Die Kampfrüstung sieht nämlich cool aus. Rausgeist, wir tragen die schon. An der Brust. Okay. Sieht gar nicht mal schlecht aus hier, obwohl es so ein hässlicher, mieser Sumpf ist. Okay, Antiquitätenladen. Nö, ich denke mal, sonst ist hier nichts. Wir haben die auch getötet, die Typen. Das heißt, wir können jetzt zu den Siedlern gehen. Ich sag's mal so, Leute, den Part werdet ihr nur sehen, wenn er synchron ist. Wenn er wieder asynchron ist, dann tut's mir leid. Du warst auch eine von denen. Ach, du warst ein Siedler. Oh. Aber die haben wirklich nicht mitgekillt. Durch die ganzen Granaten, den ganzen Sheet, der hier abging. Ja. Oh, oder habe ich dich erschossen durchs Fenster? Nee, das war eine Puppe auf jeden Fall. Sonst hätte ich auch XP bekommen. Auch für Siedler töten bekommt man ja leider XP. Also leider in dem Punkt, weil es natürlich ziemlich scheiße ist, sowas zu tun. Eine Blutdose. Warum habe ich die mitgenommen? Wartet mal, ist das Schrott? Ich hoffe, ihr verzeiht auch dann die Hintergrundgeräusche, weil ich habe die Dings wieder offen. Öl und Stahl, ja, ist okay. Ich habe das Fenster wieder offen, weil muss. Da hört jemand mit Zeit oder ihn provoziert. Mehr provoziert, warum sagst du das? Ich meine, so viel Munition oder sowas ist hier doch gar nicht. Auch kein Geschütz oder so? Okay, gehen wir mal zu den Siedlern zurück. Ach man, und dabei wollte ich heute wirklich aufnehmen. Also ein bisschen die Story weitermachen und so. Und die Railroad und... Ja. Da, wo wir nämlich das letzte Mal standen. Manu. Oh, crap. Oh, das war fucking knapp. Puh, es geht mit der Maus eindeutig besser, Freunde. Eindeutigst. Na, nimm. So, ich werde den Part aber auch gleich beenden. Wir gehen nochmal kurz zu den Siedlern und sagen denen, hier, Leute, läuft. Wir müssen da ja was echt wertvolles. Da ist noch mehr Granate, Mine. Ja. Aber die habe ich diesmal gesehen. Oder hängt ja jemand verführerisch über die Reling? Egal.
Ja, ich denke, das passt soweit. Wir gehen mal zurück zu den Siedlern. War da noch was? Wo sind die Siedler? Dort. Somerville Place. Ach ja, das ist ja die Familie. Finde ich ganz gut, dass wir dann dort jetzt für Ruhe, also für Ruhe gesorgt haben im Grunde. Und denen geholfen haben. Das ist cool. So, hallo. Ja? Hast du dich schon um diese Raider kümmern können? Ja, gerade gemacht. Ich habe diese Raider für euch erledigt. Wirklich? Nun, das sind die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Ach, übrigens, wir haben nochmal geredet und wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Yay. Ich denke, das Ganze hat noch eine Chance verdient. Nur wenn wir zusammenhalten, wird es irgendwann besser werden. Gut. Dann haben wir das auch erledigt. Die Frage ist... Oh ja, ihr braucht Schutz. Ihr braucht definitiv Schutz und Wasser. Wasser kann ich euch sicher geben, oder? Barely. Jetzt haben wir keinen Beton. Wir haben leider gar nichts. Ich bin ganz Ohr. Ich will nicht mit dir reden, Nick. Ich nehme euch mal euer Wasser weg, ist cool, ne? War eh schmutzig. Leider haben wir nichts wirklich hier und hier sind nicht genügend Leute. Der Mais sieht ja auch lecker aus. Sind nicht genügend Leute da, weil, sonst würde ich jemanden einfach wegschicken. Aber wir sind ja nur zu dritt. Kann ich denn einen Sensor bauen? Oh Gott, wo waren das nochmal? Wahrscheinlich bei Energie. Kupfer fehlt uns. Crap. Stahlgummischraube. Nee, das Stahlgummischraube reicht mir nicht. Wir brauchen Kupfer, Freunde. Sonst müsst ihr halt erstmal so alleine hier leben. Ist halt blöd gelaufen, ne, Freunde? Jo. Wenn ihr mir keinen Kupfer gegeben könnt, dann bringt das ja alles nichts. Aber ich könnte jemand anderen aus einem anderen Settlement anweisen, hier hinzulaufen. Und dann haben wir auch hier die verfügbaren Ressourcen. Aber Leute, ich werde hier einen kleinen Cut machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, falls ihr diesen Part überhaupt seht. Bis dann, Leute. Tschüss.